Mein Name ist Quentin Zapf. Ich bin bei der Bredel Electronics in Radeberg als technischer Leiter tätig. Zusätzlich beschäftige ich mich mit dem Thema Energiemanagement und der CO2-Neutralität. Die Firma Bredel hat ihren Unternehmenshauptsitz mit dem Standort in der Nähe von Stuttgart in Pullingen. Wir als Electronics beschäftigen uns mit dem Marktsegment des EMS-Dienstleisters und gehören zu den Top 10 in Deutschland. Der Beleuchtung kommt bei uns eine zunehmend höhere Bedeutung. Wir nutzen seit circa anderthalb Jahren offene optische Systeme in der Fertigung, welche einen hohen Einfluss zur Umgebungsbeleuchtung stehen. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb mit wechselnden Tages- und Nachtlichtanforderungen. Und hier ist es von großer Notwendigkeit, eine konstante Beleuchtung zu erzielen. Die Beleuchtung hat bei uns einen Energiebedarf von ca. 9% unseres Jahresenergieverbrauchs. Und hier stellte sich sehr schnell heraus, dass wir zusammen mit einer Umstellung der LED-Beleuchtung einen großen Hebel erzielen können. Ein wesentlicher Mehrwert ist die von Firma Luxon angebotene Beleuchtungssteuerung, die zusätzlich zur Energieeffizienz das Thema der kontinuierlichen und gleichmäßigen Ausleuchtung unter Nutzung der DALI-Steuerung zur Verfügung stellt. Wir erwarten eine Verbesserung von ca. 65% in Kombination mit der LED-Umstellung und der aktiven Nutzung der DALI-Steuerung, welches uns ermöglicht, im Tagschichtbereich die Beleuchtungsintensität nochmals herunterzuregeln. Für uns als Bredel war in der Kooperation mit der Firma Luxon der umfassende Service und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend. Beginnend von der Konzepterstellung, der Beleuchtungsberechnung hin bis zur Auftragsabwicklung und Finanzierung wird hier alles aus einer Hand angeboten. Auch die Möglichkeit der kompletten Teilung und Transparenz gegenüber der verschiedenen Beleuchtungsstrategien ermöglicht die Nutzung einer Förderung. Und zwar, da haben wir Gebrauch gemacht für der Bundesförderung für effiziente Gebäude, welche ein interessanter Nebeneffekt war. Die Nutzung der Lichtsteuerung war für uns entscheidend, da sie uns gleich zwei wesentliche Aspekte geboten hat. Zum einen haben wir unter Nutzung des Dreischichtsystems die Notwendigkeit der kontinuierlichen Zusatzbeleuchtung der Halle. Wir haben im oberen Bereich der Halle eine Schettverglasung, welche relativ viel Tageslicht in die Fertigung lässt, allerdings immer die Notwendigkeit einer zusätzlichen Beleuchtung bedarf. Die Steuerung hilft uns hier im Tageslichtbereich, die Werte so weit wie möglich abzusenken und ein hohes Einsparpotenzial zu erreichen. Speziell im Punkt der optischen Systeme können wir bereits nach einem Monat signifikante Verbesserungen feststellen. Wir gehen davon aus, anhand unserer Analysen, dass es die Pseudofehlerrate durch Lichteinflüsse bereits um 15-20% verbessert hat und versuchen, diesen Prozess in den nächsten Monaten und Jahren weiter zu optimieren. In Summe waren wir mit der Planung und Abwicklung des Gesamtprojekts zusammen mit der Firma Luxon und deren Partnern hochzufügen. Die Absprachen erfolgten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und wurden zuverlässig und termingerecht eingehalten. Die Monteure haben aktiv neben unserer Produktion gearbeitet, parallel zu unseren normalen Produktionsabläufen und haben zusätzlich produktionsfreie Zeiten ausgenutzt, um schwierige Installationen durchzuführen. Wir haben keinerlei oder nahezu keine Produktionsstillstände und Ausfälle gehabt und haben eine schnelle und zuverlässige Abwicklung durch die Firma Luxon erhalten. In Summe lässt sich sagen, dass wir mit dem Gesamtprojekt LED-Umstellung und inklusive der Nutzung der DALI-Steuerung bisher hochzufrieden sind. Wir hoffen auf weiterhin partnerschaftliche und zuverlässige Zusammenarbeit und planen für die Zukunft weitere Projekte mit der Firma Luxon LED umzusetzen.